Moin moin Leute, hier wieder bei Universe at War Earth Assault und wir starten jetzt die Hierarchie-Kampagne. Dort sieht man schon mal Kamal, Rex. Vielleicht haben der ein oder andere es auch in der Mission gesehen, was unwahrscheinlich ist, weil es so verdammt gelb war. Okay, wir starten jetzt die Kampagne. Filmsequenz. Die Novus sind aufgrund ihrer eigenen Starrköpfigkeit auf diesem Friedhof gestrandet. Bald werden sie in der Säuberung ihr Ende finden. Aber was haben wir durch diesen Friedhof gewonnen? Eine weitere ruhmreiche Apokalypse. Es wurde bewiesen, dass eine weitere Spezies es nicht wert ist zu leben. Das Universum erträgt keine Schwäche. Und wir sind seine Botschafter. Aber du, Orloch, du wirst nach jedem Kampf zynischer. Ich lebe nur, um zu dienen. Denke dran, und deine Meister werden sich an dich erinnern, wenn die Zeit gekommen ist. Versammle deine Truppen und lass uns ein für alle Mal diese Welt säubern. Kommander Orlok, wir erwarten eure Befehle. Sag mal, Nufai, deine Welt wurde von unseren Armeen zerstört. Was hat das für dich bedeutet? Viele Chancen, Sir. Das sind die Worte eines Verräters. Aber ich lebe doch immer, um sie auszusprechen. Die anderen meiner Art nicht. Dafür werden sie dich sicher bewundern. Los, wir haben unsere Befehle. Ich werde die Novus beschäftigen und du startest den Säurer. Mach schnell. Wir müssen unsere Meister beeindrucken. Ja, das war die Einleitung. Infanterieeinheit überlassen. Ich gehe davon aus, dass so eine mickrige Aufgabe im Bereich ihrer Möglichkeiten liegt. Verstehe. Verluste einschränken. Alle mal aufgepasst. Wir machen das auf die harte Tour. Richtet ordentlich Schaden an, ohne selbst welchen zu nehmen. Ich gebe Deckung. Stellt euch nun auf. Macht ihr den Weg. So, jetzt erstmal eine ganz einfache Mission, in der wir einfach nur durch die Gegend latschen und Leute töten. So, dann mähen wir sie hier einfach mal nieder. Wir sind jetzt das Böse, wir dürfen sowas. Konzentriert euch auf nähere Basispositionen. Wir sollten vermeiden, dass sie uns flankieren. So. Alles, was ich sehe, sind Leichen. Und das hier ist Jomann. Das ist Orlok, der Ewige. Er hat einen unsterblichen Körper erhalten als Belohnung für seine treuen Dienste der Hierarchie. Bam. Und es kommt noch härter. Zitat aus Pokémon. So. Wir laufen weiter. Wir laufen weiter. Vorwärts. Eine Kompanie. Marsch. Links. 2, 3, 4. Könnt ihr mal angreifen? Schneller, los! Wir stürmen vor! Und jetzt! Dort sind Feinde! Ausschalten! Also, ja, wie ich bereits gesagt habe, wir stürmen hier vor, spielen die Einleitung der Hierarchie-Kampagne. So, wir werden sie. Nun werden wir ihre Stromversorgung nachlegen. Wie ich hatte bereits einmal in der Novus-Kampagne erwähnt, der Stromgenerator ist die größte Schwachstelle der Novus. Ja, und. Ja, also die Kampagne hier gefällt mir persönlich besser als die Novus-Kampagne. Finde ich allgemein, also von den Klassen her, von den Leuten her finde ich eigentlich alle cool, aber von der Story der Kampagne her gefällt mir die Hierarchie-Kampagne eigentlich am besten.
Vom Spielprinzip sind eigentlich allgemein alle drei alle drei geil. Und die dritten tauchen auch in der Hierarchie-Kampagne zum ersten Mal auf am Ende. Denn falls ihr es nicht mitgekriegt habt, storymäßig knüpft das hier genau an die Schlacht an, die wir zuletzt geschlagen haben. Dort hat man vorhin diesen Haufen von Robotern gesehen. Ja, und wir vernichten hier gerade die sich neu formierenden Reste der Novus. Ja, und was gibt's noch großartig zu sagen? Ja, wir greifen jetzt mal weiter an, besser. Wir haben jetzt gerade diese Basis hier zerlegt. Und als nächstes müssen wir hier lang. Und dort ist ein Antimateriepanzer. Und wir kommen erstaunlich gut durch. Also das erste Mal, als ich diese Mission gespielt habe, habe ich sie sofort gefailt. Kennt man ja von mir vielleicht, dass ich ab und zu mal faile. In diesem Spiel hier habe ich noch nicht gefailt im Let's Play. Das begrüße ich sehr. Nicht so wie bei Shogun, falls das einigen damals gesehen haben. Das war grauenhaft. Aber lustig. Doch, es kann durchaus witzig sein zu failen. Ja. Bla. Blub, blub. Ja. Dort sieht man zum Beispiel auch mal eine Pyramide, eine sehr nette. Ach so, ich sollte die erste Novus-Basis ganz zerstören. Sagt mir das doch einer. Egal, erstmal Stromgeneratoren zerstören, dann gehen wir halt nochmal zurück. Erst einmal müssen wir ihre Gebäude lahmlegen, danach können wir sie gerne noch ausschalten. Das hatte ich jetzt total verpennt. Eigentlich scheiße, aber egal, wir haben es. Wir haben noch genug Infanterietruppen über. Hier ist ihre Roboterfertigung. Und wo ist ihr verdammter Stromgenerator? Da ist ihr verdammter Stromgenerator. Okay, Orlok darauf. Die darauf. Attacke. Sie haben zwar die absolute Feldüberlegenheit, aber das andere können sie nicht. Vielleicht merkt man schon. Vielleicht merkt man schon so ein bisschen, dass Orlok so ein bisschen gegen den Krieg ist. Noch zeigt er das nicht so offen, weil er ist halt. Er will sich seine Position in der Hierarchie nicht zerstören. Das wäre auch extrem unschlau. Und ja, wir rüsten jetzt zum ersten Mal einen Habitatlöcher auf. Das Prinzip von der Hierarchie ist nämlich etwas anders. Ich rüste jetzt die Beine einfach mal mit Kanonen aus.
So. Wir bewaffnen uns jetzt aber mit Waffenbeschleunigern hier, weil wir gehen jetzt einfach mal auf maximale Waffenstärke. Reichweitenerweiterung können wir noch nicht bauen, dafür haben wir jetzt an den Beinen später Blaster und Waffenbeschleuniger haben wir dann auch. Und ja, die Läufer sind sozusagen die Kasernen der Hierarchie. Wir können hier Truppen ausbilden. Und wir können immer maximal, also wenn wir drei gleichzeitig ausbilden, werden auch drei gleichzeitig fertig. Also dafür dauert die Produktion einen Tick länger als bei den Novus. Aber dafür können wir halt immer mehrere Truppen gleichzeitig hochholen. Die Verstärkung lassen wir jetzt mal hier. Ja. Also, wir... Bisher läuft es ja ganz gut. Wir haben noch nicht allzu viele Truppen verloren. Und ja, wir... haben jetzt einen Habitatläufer. Also jetzt können wir eigentlich kaum noch verlieren. Es ist schwierig, die Mission jetzt noch zu failen. Und unsere Division hier ist gerade dabei, den Rest zu erledigen. Also können wir weiter vorrücken. Das Blöde ist nur, der Habitatläufer zählt als Gebäude. Das heißt, ich muss immer Habitatläufer und die anderen anwählen. Das ist ein bisschen kompliziert gemacht, aber man kann es nicht ändern. Ja. Im Notfall können wir übrigens auch noch einen Schutzüberzug anlegen. Dieser allerdings verhindert, dass wir angreifen können. Und dort sind ihre Sammler. Ihr kennt die Gebäude der Novus ja schon. Wie gesagt, wir haben ja die Kampagne gespielt. Falls ihr die Kampagne noch nicht gespielt habt, nicht zugesehen habt, schaut euch die Kampagne an. Denn storymäßig bauen jede Kampagne aufeinander auf. Das heißt, man muss auch die anderen Kampagnen. Deshalb kann man auch immer erst die erste spielen, dann die zweite, dann die dritte. Denn sonst hätten wir ja ein Problem. Sonst ist es schwerer. Sonst versteht man die Story einfach nicht richtig. Es ist jetzt nicht so wichtig für die Story. Aber es ist schon ein kleinen Tick wichtig, um die Hintergründe zu erfahren. Am Ende die Masari-Kampagne ist dann nämlich auch, die baut auch ganz stark auf dieser Kampagne auf. Das heißt, wir brauchen einfach alle Kampagnen. So, also schaut euch die anderen Kampagnen an oder auch nicht. Dann versteht ihr halt nur die Hälfte. Mir doch egal. Hauptsache, ja, ich habe Zuschauer. Ja. Ich habe noch gar nicht die Artillerie von ihm benutzt. Kann ich eigentlich über die gesamte Map feuern. Sterbt! Ja, das ist im Nahkampf nicht ganz so toll. Die Artillerie ist nämlich... Eigentlich ist die nur auf große Strecken gut und dafür brauchten wir eine Aufklärungsdrohne, aber naja. Immerhin. Es geht ja einigermaßen. Übrigens, unsere Habitatläufer können auch über Gebäude rüberlaufen. Sie können allgemein alles. Sie können über Gebäude laufen, sie können sich allgemein fortbewegen, was ungewöhnlich für Kasernen ist, aber die Hierarchie hat halt ein anderes Spielprinzip als andere.